Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind zurück bei Die Säulen der Erde. Und ihr seht, hier haben die Arbeiter und die Mönche und die Einwohner begonnen mit dem Bau an der Kathedrale. An den Fundamenten, wie es aussieht, tiefe Löcher werden ausgehoben. Und wir steuern gerade Jack. Wir haben keine Aufgabe. Das heißt, ich denke, Jack will hier einfach nur ein bisschen rumschlösen, sich die Sache anschauen. Loch im Boden, das ist wahrscheinlich das Beeindruckendste. Tom sagt, es dauert Jahre, eine Kirche zu bauen. Aber nur eine Nacht, um sie zu zerstören. Habe ich das Richtige getan? Wenn Tom sowas sagt, ahnt er möglicherweise was? Haus des Priors. Tom kann so gut zeichnen. Ich muss ihm genau zusehen, bis ich auch so zeichnen kann. Ist das jetzt genau der gleiche... Ja, das ist der Hof, ne? Stimmt, hier haben wir die Stelle. Hier haben wir den Eingang. Hier war die frühere Küche und so weiter. Das ist tatsächlich jetzt genau die gleiche Lage. Die haben hier alles freigeräumt und bauen das genau an die gleiche Stelle. Okay, was haben wir hier noch? Die Stelle. Ha, wo haben sie die ganzen Pferde hingebracht? Tja, gute Frage. Hier haben wir unfreundliche Mönche und hier haben wir Mama und da haben wir Alfred. Alfred ist wieder da. Na sowas. Gucken wir uns mal die unfreundlichen Mönche an. Ich mag sie nicht. Sie schreien mich immer an, als wäre ich blöd. Mit denen rede ich nicht mehr. Ja, die alte Abscheu vor den Mönchen ist noch da. Mama, ich glaube, es gefällt ihr hier, trotz des vielen Lärms und der Mönche. Jack, sei so gut und gib Paul diese Kräuter, ja? Er ist doch ein Mönch. Du magst keine Mönche. Nun, die meisten Leute hier sind Mönche. Und es scheint, dass nicht alle von ihnen schlecht sind. Was nicht heißt, dass du nicht vorsichtig sein solltest, bevor du einem von ihnen vertraust. Okay. Also, es gibt eine... Und da ist er! Psst. Gebt unserem Prior den Beifall, den er verdient! Oh. Ihr wisst, ich folge nur Gottes Willen. Macht alles bereit für die Glocke! Macht euren Prior stolz! Tja... danke. Ab mit dir, Jack, und vergiss Pauls Kräuter nicht. Wo habe ich diese Frau nur schon mal gesehen? Okay, das Thema geht weiter. Sie ist immer noch unter der Beobachtung von Remigius. So, wir haben Salbeiblätter und sollen die Bruder Paul geben. Aber wir gucken uns hier nochmal ganz kurz um. Philipps Anhänger. Als Philipp kam, klatschten die Arbeiter mit ihren Händen, als ob sie auf ihn aufmerksam machen wollten. So viel Lärm. Und schaut mal, die wollen hier offenbar, hier steht die Glocke, die wollen hier offenbar dieses Konstrukt hochziehen und schon ein, so eine Art Glockenturm hier bauen. Sehr interessant. So, und Alfred, komm, den ärgern wir jetzt mal ein bisschen. Warum mag Tom ihn so sehr? Ständig schlägt er mich. Ich hasse ihn. Bevor wir die Kräuter wegbringen. Was willst du? Naja gut, ärgern sieht auch anders aus. Ich will helfen. Es gibt nichts für dich zu tun. Pech. Ich weiß nicht, warum Tom dich so vergöttert, du nutzloser kleiner Bengel. Würde mich nicht wundern, wenn du hinter dem Brand steckst. Aha, hat er einen Verdacht. Was? Warum guckst du so? Sind wir mal gemein. Wenn ich wollte, könnte ich dich in Brand stecken. Oh? Ich gehe jetzt. Aha. Gut, vermutlich haben wir dadurch seinen Verdacht noch erhärtet, aber das ist uns auch egal. Okay, mehr ist, glaube ich, hier jetzt nicht mehr zu tun. Was haben wir hier? Okay, das ist... Hier sind zwei Punkte, die dasselbe beschreiben. Loch im Boden, Loch im Boden. Na gut, dann soll das wohl so sein. Ich glaube, hier rechts können wir nicht mehr weiter. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg, um Bruder Paul die Kräuter zu bringen. Hier vorne sitzt er an gewohnter Stelle und schaut mal, schön sieht's aus, wie die Dorfbewohner jetzt hier ihre, oder die neuen Bewohner hier, die Häuser in Schuss bringen. Gut, Bruder Paul, er sieht aus wie ein alter Baum, vermutlich ist er älter als der Wald. Eines Tages werde ich genauso aussehen. Wir sprechen erstmal mit ihm. Oh,
Guten Tag, Junge. Wenn du deine Mutter siehst, sag dir, dass die Schmerzen schlimmer geworden sind. Ich werde wohl doch auf ihr Angebot zurückkommen müssen. Oh, ich sag dir, werde nie so alt wie ich, Junge. Es ist gegen die Natur. Na gut, wir bemühen uns. Aber hier, nimm erstmal das. Das ist von meiner Mutter. Oh, Gott segne sie. Junge, ganz gleich, was Remigius sagt. Deine Mama ist eine Heilige. Oh, schaut mal, der Glockenturm. Oh, ist das die Glocke? Kannst du sie von hier aus sehen? Eine Glocke ohne Kirche. Dein Vater hat wahrhaft sonderbare Ideen. Kann sein. Was ist eine Glocke? Was ist eine Glocke, Junge? Verzeihung. Ach, die kennen wir doch, ne? Du? Dich kenne ich doch. Ja, der gleiche Gedanke. Du bist der Junge ohne Vater. Inzwischen habe ich sogar zwei Väter. Ach, wirklich? Ja, Tom Bilder und Jack Sherberg. Ich dachte, du wärst nicht der Sohn des Baumeisters. Naja, jetzt wohl schon. Ich muss sagen, Prior Philipp hat nicht zu viel versprochen. Ihr habt wirklich viele Schafe hier. Du kennst Philipp auch? Ja, Philipp kenne ich auch. Er ist überhaupt der Grund für meinen Besuch. Ist er da? Irgendwo bestimmt. Der Gute ist ein vielbeschäftigter Mann. Aber keine Angst, ihr werdet ihn bestimmt nicht lange suchen müssen. Gut. Vielen Dank. Er hat sich offenbar irgendwie durchgeschlagen und Jack wundert sich vermutlich. Die Prinzessin zieht da so einen Wollkarren. Aber tapfer ist sie. Und das sind bestimmt die von den Hamleys engagierten Reiter, oder sind es die Hamleys selbst? Willst du ihr folgen? Keine Eile. Wir wissen ja nun, wo wir sie finden können. Oh Mann, was führen die im Schilde? Ah, und der Bischof. Der schaut auch nicht sehr vertrauenserweckend hier ins Feuer. Herr Bischof, William Hamley ist zurückgekehrt, um euch zu sehen. Schickt ihn rein, Timothy. Wir haben viel zu besprechen. Weiß, was treibt der noch für ein Spiel? Oh, und damit haben wir es. So, wir haben Kapitel 7, nicht nur Kapitel 7 durchgespielt, sondern damit auch Buch 1, wie uns hier mitgeteilt wird. Wir haben die Baukosten optimistisch eingeschätzt. Wir haben ein Bildnis vom Paradies für das neue Tympanon gewählt. Niemand hat von Francis' Involvierung in der Verschwörung erfahren. Ja, sehr gut. Das ist uns gut gelungen. Lady Aliana, wieso will sie mit Philipp reden? Genau. Und Bischof Warren plant etwas gegen Kingsbridge. Ach Gott, das muss uns jetzt hier natürlich noch erzählt werden. Naja, wie auch immer. Wir haben Buch 1 durchgespielt. Damit endet erstmal dieses kleine Let's Play. Allerdings wissen wir schon, wann Buch 2 und 3 kommt, nämlich Buch 2 kommt im Dezember und Buch 3 dann im Januar. Ich guck mal, ob jetzt hier noch irgendwas folgt. Nächstes Mal bei Die Säulen der Erde. Erfahrt, was ich und mein Bruder Richard nach dem Überfall auf die Burg unseres Vaters erlebt haben. Wie wird die Zukunft von Kingsbridge aussehen? Die Säulen der Erde. Wer den Wind sät. Genau. Ah ja, der Abspann. Ja, wer den Wind sät, Buch 2. Falls ihr das dann jetzt doch selber kaufen wollt, es ist so, der Preis gilt einmalig. Wenn ihr Buch 1 jetzt kauft, dann habt ihr Buch 2 und Buch 3 mit drin.
Ja, falls ihr das kaufen wollt, nutzt doch den Link in meiner Videobeschreibung. Da bekommt ihr einen Steam Key über Games Planet günstiger und gleichzeitig unterstützt ihr diesen Kanal. So viel nochmal dazu. Lasst mich ein kleines Resümee, kleines Fazit ziehen. Ach guck mal, hier haben wir nochmal Gronk hat den Kantor gesprochen in der deutschen Fassung. In der englischen war es Ken Follett, haben wir eben auch gesehen. Ganz interessant. Ja, lasst mich nochmal ein kleines Fazit ziehen. Also man muss sagen, sie haben das Spiel ja nicht als Adventure angekündigt, sondern als interaktiver Roman und genau das ist es auch. Wenn man mehr erwartet hat, dann wird man vielleicht enttäuscht sein, weil natürlich der Anteil des Spielerischen, also des Rätselns und des Überlegens und des Suchens, relativ klein ist. Und vielleicht für meinen Geschmack hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Es ist doch relativ stringent oder relativ einfach. Die erst einzige Schwierigkeit, die wir hatten, war eher so ein Game Design Problem als ein wirkliches Rätsel. Aber man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie da falsche Werbung gemacht haben. Wer Spaß an solcher Art Spiele hat, der wird hier mit Sicherheit seine Freude finden. Es gab am Anfang, als ich die ersten Videos hochgeladen habe, so eine kleine Diskussion in den Kommentaren. Ja, Telltale Games mag ich nicht. Schade, dass es so geworden ist. Ja, es ist wie Telltale geworden. Wobei, ja, es ist wie Telltale geworden. Ich muss aber sagen, die Inszenierung ist überaus gelungen. Ich finde die Zeichnungen sehr schön, die Musik ist toll, die eingestreuten Lieder sind schön. Also das passt alles zusammen und der Vorteil dieser Art der Erzählweise ist es natürlich, dass man eine Dramaturgie halten kann, während man bei diesen Point-and-Clicks, ja, da steht dann doch wirklich das Rätseln im Vordergrund und die Story, die verschleppt sich ja häufig, weil man teilweise sich an ein, zwei Rätseln manchmal eine Stunde aufhält, weil man es nicht rauskriegt. Das wird natürlich dadurch vermieden. Es ist was völlig anderes und es ist eine reine Geschmackssache. Also um diese Geschichte mitzuerleben, hat es mir großen Spaß gemacht. Ich werde es, denke ich, auch fortsetzen. Eine Sache weiß ich immer noch nicht, weil ich noch nicht neu geladen habe, inwieweit jetzt die Entscheidungsmöglichkeiten, die man hat, wirklich groß sind oder ob die nur scheinbar sind. Das ist ja das, was man in Telltale-Spielen häufig vorwirft, dass sie nur Entscheidungsfreiheit vorgaukeln. Aber um ehrlich zu sein, so eine Spiele spielt mir ja eh nur einmal und ich lasse mir gern was vorgaukeln. Das Gefühl, Teil zu sein und Entscheidungen zu treffen, genügt mir eigentlich schon. Ich muss da gar nicht so sehr hinter die Kulissen gucken. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen gescheut, vielleicht nochmal zu laden. Klar ist, das ist ja eine Versoftung, in Anführungsstrichen, eines Romans. Insofern müssen die großen Eckpunkte des Romans natürlich sich wiederfinden. Das Niederbrennen der Kathedrale und ein paar andere Sachen auch. Aber ich denke, der Weg dorthin, der kann unterschiedlich eingeschlagen werden. Und da ist der Moment der Entscheidungsfreiheit dann gegeben. Ja, Leute. Ich denke, wie gesagt, dass ich im Dezember dann durchaus weitermachen werde. Es ist ja auch relativ überschaubar. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Danke für eure Kommentare, eure Bewertungen. Macht's gut, bis dann, euer Steinwall.